Ja, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zur Mittagspause. Ich habe noch was aus Amerika mitgebracht. Nein, nur die Tüte ist vom Vans Shop. Da war was drin für meine Tochter. Und für uns haben wir hier richtig geilen Stoff mitgebracht. Ja, das war dann noch Dick's Sporting Goods, aber das war es nicht. Ganz viel Goodies, die zum Messer kommen, gehören, die aber erst noch kommen. Die gehören dann zu den neuen Mechfors Messern. Da haben wir richtig, richtig schönes Zeug bekommen. Ja, wer da so ein Mechfors kauft, kriegt sowas dazu. Und hier haben wir was von Attention to Detail eingekauft. Richtig geiles Zeug. Ja, in der Mittagspause bei mir geht es immer gut ab. Spielplatz voller spielender Kinder und ich kann hier meine Kamera aufbauen, wann ich will. So, die Rettungskräfte im Einsatz. So. Und hier haben wir das richtig coole Zeug von Attention to Detail. Die haben wir jetzt kennengelernt. Zwei coole Amis und ein älterer Messermacher und ein junger Kerl. Und das Zeug ist 100% handmade in USA von den beiden. Und dass man mal sieht, wie viel die schaffen. Das ist eine kleine Manufaktur. Jeder von den beiden baut maximal 150 Messer im Jahr. Also durchschnittlich braucht so jeder, wenn man den Urlaub noch von denen abzieht und so ein Wochenende und die machen ja auch 6-Tage-Woche, die brauchen, jeder von den Messermacher braucht 2 Tage für ein Messer. Das heißt, der ganze Output der Firma sind gerade mal 300 Messer im Jahr. Also das ist nicht viel. Und da seht ihr, da haben wir hier richtig gut was bekommen. Und das sind einfach richtig coole Custom Handmade Messer made in USA. Schaut euch mal diese rasanten Klingen an. Ist das nicht abgefahren? Jedes hat seine eigene Hundemarke. Magna Cut, ist ein MK1 Small CPM Magna Cut. Cool, hat er also im Mai 23 gebaut. Die Dinger sind ja wohl abgefahrene, coole, kleine Messer. Da darf man nichts durcheinander bringen, denn jedes gehört in seine eigene Pouch. Sehr schön. Super cooles Pattern. Liegt geil in der Hand. Sind wie ein Small Sebenza, nur cooler, weil super rar. Ja. Sehr schön. Wieder mit so einer abgefahrenen Klinge. Was haben wir hier? MK1 Small Magna Cut. Super, oder? Ja, hier noch mit schöner Malerklinge, das ist sehr schön. Super griffiges Pattern. Handmade. Zwei coole Typen haben wir so lange mit denen unterhalten. Oh, das fand ich so cool. Hier so Granite Pattern. Normale Klinge. Das ist richtig geil. Oh, das ist heiß. Das ist heiß. Ein Mark III Small Magna Cut. Ja. Dreier haben sie gesagt, gehen weg wie bei denen wie geschnitten Brot. Und die konnten wir gerade noch gleich am ersten Messetag abstauben, bevor sie dann am zweiten Tag ausverkauft waren. Ja, das ist was ganz Besonderes. Gibt es halt nicht viel, ne? Jeder von den Jungs nur 100 Stück, 150 im Jahr baut. Ist halt kein Output wie bei einer großen Firma. Oh, hier ist nochmal schönes Pattern. Super. Soll jetzt nur mal ganz kurzes Appetizer sein, um euch Appetit zu machen. Ich denke mal,
gehen am Freitag dann wahrscheinlich in den Shop. Sind die nicht geil? Nice, oder? Gut, das war's schon. Ich will es ja nicht zu lang werden lassen. Wer da jetzt will, Freitagabend im Shop. Attention to detail. 100% American Custom Handmade. In super kleinen Stückzahlen nur zu bekommen. Das war's. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.